Grafiken und Künstlerbücher. Das Konzipieren von Künstlerbüchern und Druckgrafiken ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit. Der zweidimensionale Raum erzeugt einen Sog, der auf eine andere Art und Weise intensiv ist als bei Objekten oder Skulpturen. Dieser Sog regt sowohl unsere Wahrnehmung an, als auch unsere Imagination. Menschen lieben das Gefühl von Sicherheit und haben das ständige Bedürfnis nach Ordnung. Ob es sich dabei um eine Illusion oder eine Tatsache handelt, macht keinen Unterschied. Bildräume werden von uns als Erzählungen begriffen. Wie diese genau aussehen, ist wiederum mit der Organisation der Bilder selbst verbunden. Da sich diese Narrative und Wissenshierarchien in Bildtafeln von Enzyklopädien spiegeln, eigne ich mir visuelle Informationen aus enzyklopädischen Werken an. Diese reichen bis in die frühe Neuzeit zurück. Bilder von Tierskeletten, antiken Skulpturen oder wissenschaftlichen Instrumenten. Bestimmte Bildhierarchien sind Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Darum schaffe ich neue, andersartige und absurde Tableaus, die Teil einer niemals endenden, imaginären Enzyklopädie sind. Digitale mit analogen Techniken wie der Druckgrafik zu kombinieren, ermöglicht ein einzigartiges künstlerisches und surreales Spiel mit unserer Wissenschaftsgeschichte. Digitale Vorstufen führen zur praktischen Arbeit mit Siebdruck, Radierung und Lithografie. Mir gefällt die Idee, eine Grafik zu erzeugen, die aussieht wie eine Seite aus einer Enzyklopädie des 16. oder 17. Jahrhunderts, aber ganz zeitgenössische Inhalte verhandelt oder deren Bestandteile auf VR- und 3D-Animationen basieren. Es hat sie ja schon immer in die Werkstätten, insbesondere in die Druckwerkstätten, gezogen. Die Werkstatt als aufgeräumter, strukturierter Ort ist der Entstehungsort dieser spannungsvollen Konstruktion auf Papier. Die druckgrafischen Arbeiten und die Künstlerbücher interessieren mich besonders. Indem collageartig verschiedene Bildebenen übereinander gelegt und miteinander verknüpft werden, werden neue Bildräume geschaffen, in die man sich vertiefen kann. Das Buch ist ein reizvolles Medium, weil man sich an seinen klassischen Parametern reiben kann. Gleichzeitig sind sie so essentiell für unsere Kultur, dass es wichtig ist zu fragen, wo das Buch beginnt und wo es aufhört. Bücher sind Container, Ordnungssysteme und Geschichten zugleich. Mich interessiert es, diese Funktion zu hinterfragen und unkonventionell über das Medium zu reflektieren.